Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider. Was verbirgt sich hinter dieser Mauer? Wir werden es hoffentlich gleich sehen. Wenn ich denn hier hochkomme. Scheiße, schon wieder nicht. Alter, ich hasse es. Diese Zeitspiele sind einfach doof, ne? Sind einfach doof. Muss ich denn raufspringen, wenn sie kommt oder erst, wenn sie geht? So, muss ich dann jetzt? Oh, nee, wieder nicht. Ah, verflixt. Okay, wie geht das? Ich war halt ein bisschen zu früh, ne? Jetzt warten und... Nein, wieder zu früh. Ah, verflixt. Noch ein Versuch. Jetzt vielleicht. Ah! Geht das gar nicht, oder wie? Das müsste doch so gehen. Warte, wir beobachten das. Aha. Oh, vielleicht müssen wir da hoch. Vielleicht brauchen wir einen höheren Punkt. Wobei, theoretisch kann man von hier das Teil gar nicht ziehen. Oder vielleicht geht es jetzt da, weil es halt Tomb Raider ist. Ja, das geht, ne? Okay. Den Sprung schaffe ich. Super, haben wir es geschafft. Und wir sind hinter der Mauer. Und was erwartet uns hier? Das sehen wir gleich. Eine Halle mit Sonnenkönigin, okay. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Oh oh. Ich habe so das Gefühl. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du. Himiko. Erste und letzte. Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Aber du kriegst sie nicht. Gut. Ein Gefäß für die Seele der Königin. Wir sichern uns schnell den Ausgang. Ich habe das Gefühl, den brauchen wir. Oh. Oder auch nicht. Scheiße. Ah, egal. La 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 la, weiter geht's. War doch nicht so groß die Gefahr, aber vielleicht. Jetzt kommt es, das kommt bestimmt noch. Bergungs gut mitnehmen natürlich. Vielleicht kommt jetzt noch ein Lagerfeuer, so von der Zeit her. Oh. Lebt er? Ne, der lebt nicht. Ja, tatsächlich, da ist ein Lagerfeuer. Wusste ich doch, kein Zurück. Nach diesem Lager ist schnelle Reise für Lara nicht mehr möglich. Okay, nach diesem Lager gibt es kein Zurück mehr, Freunde. Wenn wir ab hier weggehen, ist schnelle Reise nicht mehr verfügbar. Und wir müssen das Spiel bis zum Schluss durchspielen. Warte, wir brauchen hier noch ein paar. Schrotflintenexperte. Ich würde sagen, Pistolenexperte machen wir. Und dann haben wir schon wieder 364 von der Ausrüstung. Mal sehen, ob wir damit irgendwas machen können. Na, gepolsterte Dings will ich nicht. Haben wir hier noch was? Erhöht den Zoom. Den Zoom wäre nicht schlecht. Gut. Mal sehen, wie das ist jetzt. Mal sehen, so mit der... Ne, wo ist sie? Da, ne, da. Warte, wie kann man denn zoomen?
kann zoomen. Wie kann man denn zoomen? Das habe ich noch nie gemacht. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Scheiße. So, ich will hier nicht auf der falschen Seite spielen. Wobei, wir haben Lara noch nie von der anderen Seite gesehen. Wie kommt das hier bis nach Yamatai? Tja, wir werden wohl nie erfahren. Vielleicht. Vielleicht schon. Vielleicht gehört das auch zu diesem umfassenden Spiel hier. Okay, wenn wir diese Tür betreten, gibt es kein Zurück mehr. Auf geht's, Freunde. Ich bin bereit, ihr seid bereit, wir alle sind bereit. Ich bin bereit, jederzeit. Jetzt geht's los. Toll, jetzt schneit es auch noch. Ganz toll. Die Kurator-Königin. Da oben ist sie, die Königin. Und sie erwartet uns bereits, ganz bestimmt. Sie weiß, sie spürt, dass wir hier sind. Sie weiß, dass wir ihre Pläne durchkreuzen wollen. Sie weiß aber auch, dass wir sie retten wollen. Jetzt stürzt die Brücke ein, ganz bestimmt. Ach nee. Warum tun Sie das, Matthias? Hey, so wird nicht, du bist hier die Heldin, Lara. Bei mir ging es immer nur ums Überleben. Wie viele Leben hast du aus gleichem Grund genommen? Hier gibt es keine Helden. Nur Überlebende. Die Miko ist sehr gefährlich, Matthias. Sie ist zornig und rachsüchtig und sie hat große Macht. Eine Sterbliche für eine Königin? Ein guter Preis für die Freiheit, wie ich finde. Ach du Scheiß. Ah, ja, wir gehen einfach außen rum. Klar, wie immer, oder? So, vielleicht kommen da keine Wächter mehr, aber ich denke schon. Ah, da drüben ist die Wand. Alles klar. Igor musste diese Wand sein. Und jetzt gehen wir da hoch. Und wieder kraxeln. Komisch. Vorhin konnten wir mal so gleiten, so fahren. Ich hoffe, ihr versteht mich immer noch gut, weil das Spiel ist ziemlich laut. So, jetzt müssen wir da rüber. So hoch wie möglich. Das Timing muss stimmen. Natürlich. So. Und noch weiter. Ha. Oh. Oh. Ah, Mist. Das war schlau. Na, dann halt nochmal. Ne? Am besten aufpassen, wo du hintrittst, Lara. Eieiei. So. E drücken. Und dann machen wir das nochmal. Gib Übung, ne? Übung macht den Meister. Das heißt, hoffentlich werden irgendwann keine Fehler mehr passieren. Dann, wenn das Spiel durch ist, natürlich. So. Jetzt versuchen wir da ein bisschen eleganter rüber zu kommen. Als vorhin. So, vielleicht. Jetzt sind wir nicht viel weiter als vorhin. Diese Wände kennen wir. Ach, so. Hier hoch vielleicht, oder rüber, oder was weiß ich, rüber, ne? Jetzt da hoch. Immer weiter in den zerstörten Tempel. Wow, noch Tiefschnee. Und hier vielleicht jetzt einfach gehalten. Na, ich denke nicht. Ne, wir müssen das Teil natürlich wieder irgendwie rüber. Ups, das war mein Handy. Entschuldigung. Irgendwie müssen wir das Teil darüber ziehen. Und das muss dann rein. Da, genau. So. Jetzt ist der Weg frei und weiter geht's. Wow. Die Musik auch wieder fantastisch einfach von diesem Spiel. Toller Soundtrack, muss ich einfach sagen.
Ah ja, klar. Ist es ein bisschen gefährlich hier? Hm, okay, versuchen. Probieren geht über studieren, ne? Ah, jetzt geht's. Wow. Wow. Und jetzt? Das war falsch. Okay, ja, toll, ein Balken, ein Balancieren und dann, wie weiter? Scheiße. Ja, das kennen wir schon. Nein, nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Jetzt muss ich vielleicht einfach ganz gerade sein, um... Nö. Ah, es kommt automatisch hier. Jetzt festhalten. Jetzt, wo muss ich hin? Wow. Ah, vielleicht. So. Ah, nee. Das war's nicht. Okay. Wie geht's hier weiter? Mal sehen. Irgendwo sonst muss ich noch ein Hinweis sein. Ein Hinweis. Mit dem ein Hinweis in Weiß am besten. Aber wo und wie? Das Teil fällt ja runter, glaube ich, ne? Ja. Oder muss ich da hier rüber? Ah, nee, da muss ich nicht rüber. Okay. Verdammt, wo geht's hier weiter? Noch ein Versuch. Und da muss ich irgendwie mit Zeit wieder vielleicht. Gibt es irgendwo nachher einen Moment, wo man. Nö. Oder muss ich darüber? Jawohl. Lara, Vorsicht. Die Mistkerle kommen in deine Richtung. Oh. Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten. Das sind Menschen, ne? Danke, Reyes. Geh zum Boot. Wenn ich nicht zurückkomme. Wir werden nicht ohne dich fahren. Wir warten. Ja, jetzt, ne? Vorhin hieß es noch, ihr fahrt ohne mich. Super, jetzt wo ihr mich braucht, ne? Und vorhin... Ah, das sind Freunde. Wow. Wir gehen hier weiter den Tempel hoch. Reflexe braucht dieses Spiel manchmal unglaublich. Gut. Jetzt kann man hier wie eine Treppe benutzen. Auch ganz toll. Und jetzt hier rein. Und dann. Ah, da ist wieder so ein Pfosten. Was soll das? Was zerstört sie? Ihre eigene Palast. Ah, damit hier die Wand frei wird. Okay. Oh, oh. Jetzt ist da unten. Es ist da unten auch frei geworden. Und jetzt? So vielleicht und dann jetzt müssen wir nach unten. So von der Kamera her. Wow. Ah, nein! Ah, fit, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Und wie es hier weitergeht, ob ich das noch schaffe. Ich bin hier ziemlich zuversichtlich. Ich hoffe, wir schaffen das. Es gibt kein Zurück mehr, ihr wisst. Das war die Bedingung, dass wir hier rein konnten. Keine Schnellreise, nichts. Wir müssen jetzt dieses Spiel noch zu Ende spielen, das letzte Mal noch. Ob wir das schaffen, seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier
auf Yamatai in Tomb Raider. Tschüss und bis zum nächsten Mal.